Hi, Christian hier von der Aktienrunde, eurem Kanal mit viel wertvollem Wissen zum Thema Trading neben dem Beruf. Ja, heute bin ich hier nochmal in meinem Demokonto von trade.com und wir schauen gemeinsam auf die Kryptowährung. Besser gesagt, schauen wir uns nochmal einen Bitcoin an, denn keine andere Kryptowährung ist momentan wieder so präsent in den Medien wie eben der Bitcoin. Ja, allein heute Bitcoin nochmal knappe 10% an Wert zugelegt und im 24-Stunden-Trend, wie wir hier sehen, ganz klar Bitcoin. Die Leitwährung schlechthin. Wir sehen hier, ja, die meisten Kryptos haben einen ähnlichen Chartverlauf eben wie Bitcoin und ja, deswegen denke ich, ist es gerade interessant, sich das Ganze hier nochmal anzusehen. Deswegen machen wir das Ganze mal hier groß. Die Bewegung hier, die kennen wir wahrscheinlich noch vom letzten Jahr. Ja. Nur, wie gesagt, jetzt war erst einmal gerade vor 2 Tagen bei knapp 14.000 Dollar hier. Strich, also zappenduster, dann ging es hier nochmal schlagartig nach unten, eine richtige heftige Korrektur aus meiner Sicht, bis hier runter bei etwa 10.250. Hier im Bereich hatten wir auch ein großes Gap ein paar Tage zuvor. Und ja, die Gerüchte haben sich ja am letzten Tag oder beziehungsweise gestern, vorgestern ja nochmal gehäuft, ja, dass eventuell auch Marktmanipulationen hinter diesem Kursschwung nach oben stehen könnte und so weiter und so fort. Allerdings denke ich mir, ja, man sollte nicht immer alles bare Münze holen, was in den Medien ist, und das Ganze objektiv betrachten. Ich gehe einfach davon aus, wie wir es hier sehen, ne, dass es sich bei dieser großen und schnellen Bewegungen nach oben einfach hier auch um Gewinnmitnahmen handelt. Also im Moment sehe ich da noch kein irgendwie Anzeichen dafür, dass es jetzt kritisch wird oder beziehungsweise dass die Blase jetzt nochmal platzt in den nächsten Tagen und der Kurs nochmal rapide absinkt. Ne? Gehe ich jetzt einfach nicht davon aus. Für mich sieht das Ganze hier nach wie vor für eine Kurskorrektur aus. Wir sehen ja auch hier, dass der Kurs heute in dieser Kerze hier auch schon bei über 12.000 Dollar war. Und ja, für mich ist es eigentlich nachvollziehbar, dass wir nach so einer großen Bewegung auch mal mit einer Gegenbewegung rechnen müssen und diese eben als Korrektur darlegen können. Oder auch in diesem Fall eigentlich ist es eher ein Muss aus meiner Sicht, weil ich glaube jetzt nicht, dass der Kurs jetzt wirklich wieder in den kommenden Tagen oder Stunden rapide in den Keller sinkt. Kann ich mir nicht vorstellen. Eigentlich im Moment steht eigentlich so ziemlich alles ziemlich positiv hier, würde ich sagen. Und ich denke, hier geht es jetzt in den nächsten Monaten auch weiter nach oben. Ob wir allerdings den neuen Höchstkurs brechen können bei etwas über 20.000 vom letzten Jahr, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber ich denke, dass wir die 14.000 in den nächsten Tagen auch noch mal sehen würden. Und ja, ich denke, wir haben auch hier jetzt eine ganz gute Ebene gesetzt, ja, was den Widerstand angeht. Hier bei diesen 10.250 ist, denke ich mal, jetzt ein wichtiger Punkt. Und solange wir diesen Punkt, denke ich mal, nicht unterschreiten, ist hier in aller Regel noch Luft nach oben. Ne? So, wie gesagt, ich schaue mal nochmal hier die Fibonacci-Retracements, zeichne ich hier mal einfach nochmal an. Hier sehen wir die Korrekturbewegung ganz klar, aus meiner Sicht zumindest. Wir sind hier hoch, hier nochmal in die Korrektur über und das Ganze fand halt hier im Bereich zwischen dem 50er und dem 61,8er Retracement statt. Ja? Und das 61,8er Retracement kennen wir ja mittlerweile alle, denke ich mal. Und solange das nicht fällt, dann ist dieser Aufwärtstrend noch intakt. Ne? Ich kenne eigentlich kein anderes Asset, wo wirklich rund 10% Sprünge macht an einem Tag. Ne? Außer halt hier so die ganz kleinen und so weiter und so fort. Aber da will ich mich jetzt gar nicht so tief in die Materie reinfuchsen. Bleiben wir halt hier wirklich bei den großen, wie Bitcoin ganz klar. Dash ist auch noch ziemlich groß und volatil. Ethereum Classic ist im Moment noch ziemlich volatil. Und ja, ich denke, es ist auf jeden Fall weiterhin ziemlich spannend. Vor allem auch ganz wichtig ist, dass der Bitcoin und Co. immer mehr, ich sag mal, nicht nur in den Medien stehen, sondern auch immer mehr auf Akzeptanz treffen. Ja? Und das macht die Geschichte, sage ich mal, so spannend in dem Sinne, dass es nicht nur so als digitales Gold nach wie vor angesehen kann, sondern langsam, wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren, dann immer mehr den Schritt, sage ich mal, in diese Selbstverständlichkeit reinfindet und dann halt eben auch von der breiten Masse dann mehr akzeptiert wird, beziehungsweise aber auch genutzt wird. Und das ist, denke ich mal, so zukunftweisend, sage ich mal, wo wir jetzt mal abwarten müssen,
wo sich das Ganze dann irgendwann mal in den nächsten Jahren dann einpendelt. Ne? Und ich denke, das ist auf jeden Fall kurstreibend und macht das Ganze weiterhin interessant. Nicht nur für das Daytrading, ich denke mal auch für auf lange Sicht ebenfalls interessant. Ne? Aber ganz klar kommen wir wieder in den Daytrading-Bereich, ja, speziell auch auf das Scalping. Bitcoin bzw. alle Kryptowährungen, man sieht es hier, ja, mit der wahnsinnigen Volatilität, wo wir sie hier an den Tag legen, ja, eignen sich ganz hervorragend auch zum Scalpen, also wirklich in den ganz, ganz kleinen Timeframes wirklich nur Minuten rauszupicken, in denen wir dann profitabel handeln können. Ja, und da ist auch schon richtig was los, sage ich mal. Und ja, wer von euch das Ganze spannend findet, dieses Thema Bitcoin und Co., der kann sich das Ganze natürlich kostenlos im Demokonto anschauen. Informationen zum Demokonto von trade.com findet ihr natürlich bei uns auf der Seite oder aber direkt unterhalb vom Video in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, ja, war's das für heute und ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen und wir sehen uns in alter Frische beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, euer Christian von der Aktienrunde. Macht's